Ja, das finale mittlere Tour, der Obora-Preis mit einem Sieger, auf den viele natürlich gesetzt haben. Einer der ganz, ganz großen Namen am Turnier, Jur Frieling aus den Niederlanden mit Akaskia siegreich. Gratuliere zu diesem Erfolg mit dieser Stute, Jur. Was ist das für ein Pferd, Akaskia? Eine Holsteiner Stute? Ja, Holsteiner Stute, 8 Jahre, was Sie gesagt haben. Noch ziemlich unerfahren für diesen internationalen Sport. Aber ich glaube, ein sehr guter Stute und auch schnell im Stechen haben wir gesehen. So. Sehr froh damit. Bei diesem Stechparcours hat es 2 Möglichkeiten gegeben, ein wenig Zeit gut zu machen. 2 enge Wendungen waren es, die Sie letztlich dann auch zum Sieger gemacht haben, oder? Ja, stimmt. Ich habe das versucht, gleich von 2 nach 3 innen durchzugehen und ein bisschen schnell angefangen, so dass ich die Sprung Nummer 2 ruhig springen könnte und gleich sofort nachher kurz könnte drehen. Und ich glaube, da hat er doch seinen Gewinn gemacht. Jetzt geht es heute noch in den großen Preis vom Sportland Niederösterreich mit einigen Favoriten, aber Jur Frieling gehört da ganz, ganz bestimmt dazu. Auf was dürfen wir uns freuen? Ja, ich hoffe, dass es gut geht, dass es gut klappt. Ich habe gerade die Startliste gesehen. Ich bin 2. Starter mit Carrera. Das ist vielleicht nicht so schön, weil er noch sehr viel unter die Eindrücke ist von all das Publikum. Wenn man ganz vorne ist, dann geht das Publikum noch ein bisschen sitzen, macht nochmal die Jacke aus oder an. So hoffentlich geht das ein bisschen gut. Aber es ist ein sehr, sehr guter Hengst und extrem gutes Qualität. So, wir hoffen, dass das passt. Das hoffen viele, Jur. Aber natürlich mittlerweile entpuppt sich auch, dass hier einige Jur Frieling-Fans in Österreich auch in den Rängen sitzen. Der Applaus ist immer noch ein bisschen erfreuter, wenn sie einreiten. Und wir konnten sie auch für etwas Besonderes gewinnen, nämlich davor noch für unsere kleinen Stars von morgen, die Nönn-Fürzügel-Klasse. Da schnuppern wirklich die Allerjüngsten einmal Turnierluft. Und deswegen frage ich, wie war denn das bei Ihnen? Wie haben Sie mit dem Reitsport angefangen? Wann war so das erste Turnier? Können Sie sich da überhaupt noch erinnern? Ja, ich bin ganz spät angefangen. Mein Vater und Schwester, die hatten beide geritten und ich habe nur Fußball gespielt. Aber meine Schwester ist immer mit Pokalen alles zu Hause gewonnen und mit Fußball war ich nicht gut genug. So, dann bin ich mit 13 angefangen zum Reiten. Erst mit 13 Jahren. Trotzdem sehr erfolgreich, trotzdem die Zeiten ändern sich. Man muss heute schon sehr, sehr früh, glaube ich, anfangen, um wirklich in diesen Tritt zu kommen, ganz erfolgreich zu sein, oder? Das auch, aber ich glaube, am meisten noch ein guter Trainer zu haben, dass man richtig trainiert, weil wie harder man zu Hause trainiert, wie besser man vorbereitet ist, wie einfacher es geht auf Turnier. Darauf sind wir jetzt sehr gespannt, wie das unsere allerjüngsten meistern. Herzlichen Dank dafür und dann toi 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 für den großen Preis. Danke sehr.